unterschiedlich. Es sind ja sehr viele Behörden, von Polizei, von Militär, von Strahlenschützern, von allem möglichen Zivilschutz. Und jeder hat ein bisschen eine andere Kultur, auch in den einzelnen Ländern ist es unterschiedlich. Ja? Und man hat es ja gesehen, wer heute hier die einzige Behörde, der angenommen hat, hierher zu kommen. Alle anderen müssen ihre Chefs fragen, ich habe das nicht gemacht und bin einfach hergekommen. Also da merkt man es schon, wovon das kommt. Meine Chefs hätten auch nein gesagt. Ein wirkliches Problem ist dann wirklich die Sprache hier. Also das ist konsekutive Übersetzen in einer Krisensituation. Das ist ein Luxus, den wir uns nicht mehr lassen sollen. Wenn wir mit den Telefonschaltung mit der Präfektur in Netz haben, mit der ADD in Trier, dass da eine konsekutive Übersetzung drin ist, die ja auch Fehler macht. Das ist halt so. Übersetzung macht hier, das sind technische Termen, da kommen Fehler dabei rum. Und für mich ist es einfach, in solchen Schlüsselpositionen, in 2014 sollte man Leute haben, die nicht nur Schulenglisch haben, sondern wirklich professionell damit umgehen können. Das sollte in der Stellenofferte drinstehen, dass man sowas sieht. Das ist schließlich eine internationale Krise, wir werden CNN auch hier haben. Also es ist ja nicht nur, ein kleines Hochwasser in einem kleinen Bergdorf. Also ein nuklearer Unfall ist immer eine internationale Krise. Da muss man natürlich die Bevölkerung muss mit den Landessprachen informieren, aber unter den Entscheidungsträgern, unter den Krisenzentren, die müssen die Möglichkeit haben, ohne Übersetzung. Aber das, ich werde immer sehr, sehr, ich kriege immer sehr strenge Blicke zu mir, wenn ich das sage. Aber ich sag's. Und dann ist es sehr schwierig. Also wir haben wirklich versucht, irgendwann schnell die Bevölkerung kohärent und zu informieren. Aber es dauert manchmal wirklich 2 Stunden, bis man eine gute Pressekommunikation raus hat in so einer Krise. Und wenn man dann zu Hause sitzt und sagt, oh, es ist schon seit einer Stunde keine Message mehr gekommen, dann ist das verständlich, dass die Leute anfangen zu in Panik und glauben, da wird was vertuscht und so weiter. Das ist alles verständlich. Aber wir haben es wirklich versucht, mit den verschiedenen Organisationen kohärente Messages rauszukriegen. Sprachbarrieren kommen auch da rein, aber dann hat jedes Land seine Prozeduren und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben es ein bisschen verbessert über die Übungen, die wir hatten, aber es ist kein einfaches Feld. Wir suchen weiterhin mit diesen modernen Methoden, Twitter, Henri hat es gerade hier mit Posten gemacht, also dass man dazwischen, zwischen größeren Messagen auch mal kurze Messagen die Bevölkerung zukommen lässt, weil das ist sehr wichtig, die Bevölkerung wird dann zumindest teilweise unsere Rätschlagen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen zu Hause und sie kriegen Informationen. Das ist etwas, was wir wissen, aber es ist nicht wirklich einfach, da zu rechnen. Next one, dann haben wir die Fahrt fertig. One thing that we as Luxembourg are very much engaged because of our particular situation, we try to find and I make my presentations in the last meetings from so much about this though is that every country has different. Everything is different in all the countries, and I will not go because time is running into details. And this makes that every country has different assessments and should take different decisions. And when we need to try to explain to you and to the public why we would do in an emergency something different, you will probably not be able to accept it. Why do you evacuate in the German side and Luxembourg you don't? Here on the river, you will probably not, when the river is there. You would probably not understand this. The reason is in all those complicated things which is underlying, and we try really hard to overcome it. That's why it was last week in Oslo, and we made some progress, which is not doing too bad. So maybe we get a little bit better there. But I will not go because of the time into this thing. So, eine der wirklich Schwierigkeiten bei dieser Geschichte ist, dass jedes Land seine eigenen Methoden hat, seine eigenen Kriterien, das Ganze heranzugehen. Und in Übungen hat man immer wieder gesehen, dass die eine Seite der Grenze was anders gemacht wird als die andere. Kann man alles sehr schön erklären, weil es die Herangehensweise eine andere ist und so weiter. Kann man das aber jetzt machen, bevor ein Unfall passiert, wird schon keiner das verstehen. Und das ist das Problem und wir arbeiten gerade von unserer Seite sehr stark daran, dass wir das reduziert kriegen. Wenn diese Seite der Mosel, die Leute gesagt kriegen, bleibt im Haus, die andere Seite der Mosel, die Deutschen evakuieren, das werden die Leute nicht hinnehmen wollen. Und das ist neben allen anderen Schwierigkeiten. Also ist das wirklich eine Grenzschwierigkeit, die sehr, sehr schwierig ist. Deshalb habe ich das jetzt kurz gemacht, weil es gibt sehr viele Geschichten. Ich habe ein paar Mal schon vorgestellt bei NTV und von daher, einige haben das schon gehört. Und dann die letzte, glaube ich, haben wir noch. Das ist das Bild, das dann dabei rauskommt, wenn man 4 Länder hat. Und die machen zum Beispiel die Jodprophylaxe und man hat solche Unterschiede. Das ist dann wirklich ganz schlimm. Und wenn man das dann während der Krise den Leuten versucht zu erklären, das brauchen wir gar nicht mehr anzufangen.
So if there's actually materials and a decision, for example, on iodine prophylaxis, just to take an example, it's like that. You don't even have to. Some people say we have to explain to the population. I'm sure it won't work. So this is where you have to avoid this kind of decision making. We have to. And this is really difficult. Dann sagen wir, die stellen jetzt noch Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Fragen sind an Patrick, dass wir sagen, wir stellen Fragen. Aber dann gibt es nichts zu essen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt Pause machen, Mittagessen, dass der Vortrag von Herrn Neumann, dass wir die gleich nach dem Essen machen. Und dass wir auch nicht um 14 Uhr anfangen, sondern 13.45 Uhr. Und dass die Redner von heute Nachmittag sich jetzt schon Gedanken machen, wie sie ihre Beiträge und Vorträge etwas kürzen. Thank you very much, Patrick Mazeros, for this very interesting presentation. So, orders are now, if we ask questions, we don't get food. So the suggestion was we eat now, but come back a bit earlier, you said 1:45, and then we start the presentation by Neumann, but I think you also have questions. Was this to Patrick? No. He's not here, or no, we need it. So who wants to ask now? My question is about the scale of the international cooperation, and are there any international treaties that apply to this? Eine gute Frage, ob es internationale Regeln gibt in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Yes, there is a bunch of things, but there is no, if you say, there's no comprehensive instruments. So there are a bunch of things, notifications and these things. But for different kinds of things, there are a couple of working groups, presidents are working. You have probably seen this ENCO study. Well, the ENCO study was sent to you first and then to us. Some of you have participated. Roger was there to participate in the ENCO study. We have working groups, two working groups which I'm in to try to analyze this. And the aim is to get this a little bit in a more comprehensive way. It's because there is a bunch of different things. Mostly, the best vehicle is still, in our situation, to have bilateral arrangements. We have these bilateral arrangements, we also update them now. The result of the working group that we're in will trigger new updates. And the aim would be to have multilateral, Germany, France, Luxembourg, Belgium, to have their agreement, because that's each region is also particular. In Nordic countries, you do something else than in Central Europe, because things are different. Ganz kurz auf Deutsch, es gibt sehr, sehr viele Instrumente, legale, europäische, internationale Instrumente, aber es gibt nichts wirklich Zusammenhängendes. Das eine betrifft, es gibt Regelwerke auch, wie man es macht, die sind im Großen sehr allgemein, und es gibt einige Arbeitsgruppen, auch ENCO hat ja gerade den Bericht verschickt, wo Sachen drin sind. Das Bestreben ist dahin in unserer Arbeitsgruppe, dass wir ein bisschen mehr hinkommen müssen zu einem Set von Sachen, aber dann trotzdem das Lokale privilegieren, weil jeder Reaktorstelle ist unterschiedlich. Also in Skandinavien wird das ein bisschen anders laufen müssen als in Zentraleuropa, weil die Gegebenheiten ein bisschen unterschiedlich sind. Deshalb brauchen wir starke bilaterale oder multilaterale in unserer Gegend. Man kann da Frankreich, Luxemburg, Belgien und Deutschland vielleicht internationale Truppen katten, dass man da die Sachen gleich behandelt, möglichst gleich behandelt. Genau gleich hat man es nicht. Okay.